Ihr merkt ja, ich bin heute alles andere als wach und fit und so weiter. Also es ist schlimm. Schlimm ist es heute. Mal wieder schlimm. Ganz schlimm. Echt übel. Ich schicke dir nochmal ein Bild mit einer Fabrikanlage, Uran und Co. Okay, ja, ich kann leider jetzt nicht raustappen, weil das Spiel läuft ja ein bisschen, nennen wir es mal gefährlich. Wie gesagt, ich sehe erstmal zu, dass wir jetzt Zeugs ranholen, Leute und so weiter. Aber ich bin echt beeindruckt, was du da gebaut hast. Das ist schon echt... Das sieht richtig gut aus. Sah echt cool aus. Mach dir den schau es dir später an. Es ist für heutzutage eh nicht umsetzbar. Okay. Ja, wenn Osthof schon so weit wäre, Mann. Ja, Osthof ist auch cool. Habe ich aber noch nicht. Aber es ist schon ganz cool. Für heute im Stream, meinte ich. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind gerade am Überlegen, ne? Ich kann das ja theoretisch. Ich bin ja jetzt für die Staffel 8. Bin ich ja, habe ich jetzt 7 Folgen erstmal produziert, weil ich produziere immer 7 Folgen für eine Woche. Die nächsten Folgen nehme ich ja sowieso auf. Morgen weiß ich nicht. Morgen könnte es sein, dass ich eventuell einen spontanen 12-Stunden-Stream mache. Komplett spontan. Ich sehe gerade, meine Kamera ist verschoben. Was ist denn hier los? Warum ist denn das... Ey, was hat es denn mit meiner Kamera getan? Leck mich, deswegen passt das auch nicht, ey. Ed versucht zu zeichnen. Sehe ich ja jetzt gerade erst. Scheiße. Kein Wunder, deswegen mein Kopf hier so leicht abgehackt ist. Mist. Wundert mich. Ey, warum ist das verschoben? Sollte ein Abbild von ihm werden? Nein. Wie gesagt, ab morgen könnt ihr auch wählen für den Battle, den ich mit Tommy habe, am 5. Juni. Samstag. Große Civilization 6 Battle. Alle sind ja der Meinung, ich werde haushoch verlieren. Ich liebe ja die Rolle des Underdogs. Wir werden sehen. Ne? Also wie gesagt, ihr könnt ab morgen werden die Abstimmungen freigeschaltet. Hier auf dem Kanal. Ihr könnt mit euren Kanalpunkten abstimmen, welche Zivilisation ich nehmen muss beim Battle gegen Tommy. Und ja, das wird gut. Das wird richtig gut. Das wird groß. Das wird ein Event. Sag ich nur, es wird ein Event. Es wird ein großes Event. Das wird echt gut werden. So, wir machen mal... So, hab gerade meine Beschriftung und Thumbnail schon mal gemacht. Ja, fleißiger Lars. Fleißiger Lars. Braver Lars. Guter Lars? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wie gesagt, wir sind am Überlegen, ob wir das hier noch weiterführen. Oder ab dessen lieber Life is Feudal machen. Vielleicht starte ich damit auch schon morgen. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Morgen hatte ich eigentlich gesagt, Sunstrike 4 so ein bisschen. Ja, und wenn ich dann doch einen spontanen 12er mache. Na, Moment, Colonel Hogan, ne? Ich streame fleißig, also hallo. wie gesagt, überlegen, ne? Also morgen bist du auf jeden Fall, Sunstrike 4 will ich morgen machen. Vielleicht machen wir morgen auch schon ein bisschen Life is Feudal, mal gucken. Ich müsste mich aber erstmal wieder reinarbeiten. Es ist so lange her. Das ist schon echt übel. Die Frage ist, sofern du einen 12 Stunden machst, nimmst du dann Vorschläge gegen Fischspiele? Ja, ich nehme einen Vorschlag an. Wie gesagt, aber auf jeden Fall wird kommen morgen Sudden Strike. Na, sagt man nichts dazu. Ach komm, Colonel Hogan. Oh nee, nicht wieder Sub. Nee, Lars. Also Subnautica möchte ich momentan echt nicht. Da habe ich echt keinen Nerv zu momentan. Das ist mir. Ist ein bisschen zu öde. Finde ich jetzt. Weil. Also ich finde die Sachen eh nicht und... Nee.
Also Subnautica möchte ich echt nicht machen momentan. Nimm mir das nicht übel, aber das ist momentan echt nicht mein Ding. Ja, ich weiß, dass du das gerne siehst und gerne spielst auch, aber momentan ist es echt nicht mein Ding. Kann ich gerade überhaupt nicht. Also was morgen auf jeden Fall kommt, ist Sunstrike 4 und eventuell mache ich morgen auch noch das neue DLC zu, wie heißt denn das jetzt? Ah, Port Royal 4. Mit Piraten. Kam ein neues DLC. Das habe ich freundlicherweise bekommen von Calypso Media. Und, boah. Das wäre ein bisschen hart, da sowas hinzubauen. Wo sind denn meine Lieblingsgebäude? Ich habe doch hier eine ganz spezielle Art von Lieblingsgebäuden. Warte mal kurz. Ich habe hier ganz bestimmte Arten von Lieblingsgebäuden. Die finde ich super. Das sind super Mod-Gebäude. Die müsste ich mir mal auf Favoriten setzen. Port Royal 3 müsste ich auch mal wieder Let's Play in Solo. Ich aber die Lust ist nur eher so meh. Okay. Ja, wie gesagt, wenn, dann mache ich morgen Port Royal 4 mit dem neuen DLC. Nur den ersten nicht, okay. Ah, hier sind sie doch. Stalinist-Style. Ich finde die super. Hat er wieder rumgejammert, bis sie sagten, ja, okay, du bekommst es ja. Nee. Nee, Colonel Logan, ich brauche nicht jammern. Das brauche ich nicht. Ich stelle einfach eine ganz normale Anfrage und dann ist es halt so, dass sie mir das meistens zur Verfügung stellen. Freundlicherweise. Ist halt immer gut, wenn man Kontakte hat, ne? So ein bisschen, sag ich mal. 1 von 12. Ach, das ist das höhere, warte mal. 3 von 6, 3 von 9, genau. Nehmen wir die 9er Reihe. Ich mag diese Gebäude echt, ich finde die super. Ich finde die echt super geil. Immer bauen. Aber irgendwie so richtig gerade hinbauen kann ich es heute auch nicht. Also es ist furchtbar. Mein Gott. Was ist denn heute los? Den habe ich noch gar nicht gespielt. Wäre mal spannend zu wissen, wie der so ist. Auf die Ritze kann man sich ja eh nicht so verlassen. Hat was von Braunschweig, wa? Braunschweig, das heimliche Edgar. Ja, genau. Ja, heute spielt ja Eintracht Braunschweig. Wahrscheinlich heute zum letzten Mal in der zweiten Liga. Ganz ehrlich, haben sie auch verdient. So scheiße, wie die spielen. Wundert mich das nicht, dass sie absteigen. Ach, Kacke. Oh Mann, ey. Heute ist echt nicht mein Tag, ne? Ja, das habe ich mitbekommen gestern. Schon hart. Also Schalke raus, Werder Bremen raus. Also es ist schon echt... Das ist echt schon böse, muss man ehrlich sagen, ne? Also gerade so große Traditionsvereine. Gut, bei Schalke wundert es mich nicht. Die haben die ganze Saison über Mist gespielt. Aber Werder Bremen ist hart. Das ist schon ein bisschen hart, finde ich. Also, das ist schon... böse. Naja, wenn die Traditionen Mist bauen, dann ist... Nun mal die Konsequenz, ja. Korrekt. Da hast du recht. So, jetzt nochmal. Wie gesagt, ich finde diese Gebäude super. Also, die sind echt meine Lieblingsgebäude. Ich finde die, da kann man so schöne Straßenzüge mitbauen, finde ich. Und die auch so schön kombinieren dann. Werdet ihr gleich sehen. Ah. Zu Fußball äußere ich mich jetzt mal nicht. Okay. Holstein Kiel entscheidet sich ja heute, ob Relegation gegen Köln oder direkter Aufstieg in Liga 1. Okay. Holstein Kiel? Was? Holstein Kiel? Liga 1?
Krass. Naja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Eintracht Braunschweig absteigt, weil... Weißt du, die haben die ganze Saison über so einen Dreck gespielt und vor allen Dingen keine Konsequenzen. Der Trainer ist... Man muss es ehrlich sagen, der Trainer ist unfähig. Das Präsidium ist unfähig. Die Mannschaft ist eine Katastrophe. Nicht zweitligatauglich. Das hat sich die ganze Saison schon am Anfang der Saison abgezeichnet. Und braucht man sich nicht wundern, wenn dann irgendwas passiert. Ne? Das ist also. Das ist einfach nur erbärmlich. Muss es leider so sagen. Tut mir leid, wenn ich da so ein bisschen hart mit bin, aber es ist leider die Wahrheit. Es ist leider die Wahrheit. So, okay, die können dann da theoretisch hin, oder? Reicht das noch, ob die da hinkommen? Ja, die kommen da noch hin. Zwar ein bisschen weiter, aber die kommen da noch hin. Passt eigentlich. Bremen hat Kofeld ja vorher noch gefeuert. Also wie ich das mitbekommen habe, ist da einiges in Ordnung. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Absolut. Warte mal, wir bauen jetzt mal schon mal ein Geschäft hin. Ich guck mal hier. Denke mal ein kleines. Oh, das passt sogar hier rein. Guck mal, das passt sogar da ganz gut hin. Wenn wir die Straße dann doch wieder verlängern, passt das da gut hin. Also verlängern wir die Straße dann doch ein bisschen. Machen wir so. Zum Glück interessiere ich mich nicht für Fußball, dann müsste ich mich nicht drüber ärgern. Ja, also ich ärgere mich ja auch nicht drüber. Ich finde es einfach nur erbärmlich. Aber manchmal fragt man sich echt, ob die Leute in den Vereinen, die da das Sagen haben, eigentlich einen Plan haben oder einfach nur... keine Ahnung. Guck mal, ist so genauso wie bei Borussia Dortmund. Hätten sie den Dings hier nicht rausgeschmissen, hier den Trainer, den einen, der wirklich schon die ganze Saison über, wo er da war, echt nicht überzeugt hat. Hätten sie den jetzt nicht zum Schluss endlich mal rausgeschmissen und den Terzic da geholt, dann wären sie nicht in der Champions League. Ne? Gut, jetzt holen sie den, ich glaube, den Marco Rose oder sowas von Gladbach als Trainer oder was das da war. Mal gucken, wie der ist. Aber wie gesagt, echt hart. Mangelndes Wissen wird durch sehr sicheres Auftreten ersetzt. Ja. Das unterschreibe ich so. Das kennt man ja auch aus allen anderen Bereichen. Ne, also so ist er nicht. Das kennt man auch aus anderen Bereichen. So, eigentlich müsste doch hier was... Ja, hier läuft schon. Okay, cool. Uranerz wird schon mal gefördert. Da läuft schon. Eieiei. Richtig, Lars. Genau. Oder eine Kombination aus beidem, ne? So genug sicheres Auftreten, aber auch mit passendem Wissen. Wo wir sind, ist vorne. Und wenn wir hinten sind, dann ist hinten vorne. Ja, nee, ist klar. Ja. Stopp. So. Das passt nicht ganz. Das passt nicht ganz. Nehmen wir die mal raus. Besser. Das ist schon mal besser. Jetzt versuche ich nochmal wieder. Ah, so. Gut, passt auch. So, okay. Theoretisch. Theoretisch. Heizwerk haben wir hier auch. Das holen wir uns dann. Das ist kein Problem. Ich baue mir nochmal hier einen Parkplatz, genau. Ich wollte einen Sportplatz hinbauen. Klicke aber auf Parkplatz. Der ist gut. Oh Mann, ey.
Ich will noch mal kurz gucken. Also das interessiert mich jetzt trotzdem. Ne? Irgendwie muss ja was passieren hier. Also wenn das... Ne? Man gibt ja nicht auf. Ne? Man versucht ja immer noch irgendwie... da irgendwie ranzukommen. Athletic Club, Selski Stadion, Swimming und Sauna. Hockey. Ja, nee, ist zu groß, will ich da nicht hinhaben. Was hat der hier? 126. Wäre es vielleicht eine Idee, an potenziell kritischen Kreuzungen mit Kreisverkehren zu arbeiten? Theoretisch ja. Könnte man machen, ne? Könnte man machen, ja. Ich mache dann Kreisverkehre, kein Problem. Ich guck nur gerade mal, ich will nur mal ausprobieren, ob irgendwie. Ob das vielleicht. Ich habe da vielleicht so eine Theorie. Warum das da irgendwie nicht so gut funktioniert, wie ich mir das wünschen würde. Ich habe da, wie gesagt, sogar eine Theorie. Ist mir eigentlich zu groß hier. Ja, der passt da auch nicht hin. Ja, warte mal. Das Ding hier ist schon nicht schlecht. Jetzt Verschwörungstheorie, ja genau. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Machen wir mal so. Wie gesagt, ich habe da eine Idee. Vielleicht liegt es auch um etwas anderen, was ich jetzt nicht im ersten Moment so bedacht hatte. Weil dann könnten wir eventuell den Spielstand noch retten, auch wenn es eine Menge Umbauarbeiten wahrscheinlich bedeuten würde. Aber mal gucken. Also wenn das jetzt hier klappt, dann erkläre ich gleich, was ich daran denke. Lass das mal aufbauen. Ich finde das cool mit den Gerüsten hier. Das hat was. Erinnert mich an früher, an meine Zeit, als ich auf Gerüsten rumgeturnt bin. Mal ganz kurz gucken. Fehlende Mitarbeiter. Okay, das ist ja eine Sache, ne? Gucken, ob da irgendwer als Besucher hingeht. Guck mal. Hier geht es. Sport. So. Und jetzt kommt's. Weißt du, was ich glaube? Warum die da nicht hingehen? Ich zeig's euch. Ich habe da so eine Idee. Ich muss das nur richtig finden. Das richtige Teil hier finden. Warte, wo war das? Etwas ganz Bestimmtes. Also auch hier. Propagierung des Sports. Wenn ich da was reinmache, müssten die doch auch auf Sport stehen. Theoretisch. Und das hier soll ja weg. Ne? Theoretisch müsste das jetzt was bringen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es was bringt. Wenn es was bringt, dann weiß ich wirklich, dass es daran liegt. Weil da hinten in der Stadt haben wir noch gar nichts, was das angeht. Hier Propaganda-Gedöns. Deswegen, vielleicht liegt es ja auch wirklich daran. Wir geben der Sache mal eine Chance. Ich hoffe mal, dass die hier sich jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt hier mal hin. Also, wenn es da nämlich klappt, ne, ist schon komisch. So, Uran füllt sich hier. Immerhin schon 2% drinne. Ich denke immer noch Bug. Okay. Ja, wie gesagt, hier oben funktioniert es, ne? Guck. Okay, jetzt nicht so der Burner, aber sind ja auch nicht so viele Leute da. Aber hier geht es. Ne? Es ist schon... Joa.
Würde ich mal behaupten, ja, ne? Ja, ist wie mit meinen Vertriebsbüros, ja. Mal geht es mal jetzt nicht, ne? Das ist echt Kuriosum. Das ist wirklich Kuriosum. So, in der einen Stadt geht's, in der anderen bewegt sie sich nicht von der Stelle und alles läuft leer, ja. Moin, moin, alter Mann. Ja, guten Morgen, Lars. Lukas. Entschuldigung. Boah, ich muss... Leute, ich muss gleich nochmal leider aufs Klo. Das heißt, es gibt nochmal gleich eine kurze Pause. Ah, ist heute Morgen echt schlimm. Tut mir leid, Leute. Ich muss mal ganz kurz Klo. Bin gleich wieder da. Nicht nachvollziehbar und nicht zu lösen. Weder Neubau noch Vanillegebäude noch Einstellung wie bei den Sportgebäuden. Ja, es ist schlimm, ne? Während ich hier gerade versuche, einen Kreisverkehr zu bauen. Eieiei. Du musst ja immer ein Stückchen bauen und dann... Ja, das ist eher ein ovales Form, eher so ein Ei-Ding. Aber naja, gut. Kreisverkehr ist Kreisverkehr, ne? Pascho. So. Bam, bam. Dann machen wir mal ein paar Ausfahrten. Shorty! Dankeschön! Für deinen Raid. Herzlich willkommen. Einen schönen Pfingstsonntag wünsche ich euch. Schön, dass du da bist. Danke an den Raid. Ja, wir diskutieren gerade so ein bisschen. Wir sind gerade so ein bisschen am Diskutieren. Ob wir diesen Spielstand hier weitermachen. Diese dann verbinden mit einem Halbkreis, die Stückchen wegmachen und den Kreis schließen. Ja. Machen wir am nächsten. Ich finde das jetzt so ganz okay soweit. Ja, wir sind gerade am Diskutieren, weil wir doch so ein bisschen Probleme haben. Ist das dein Zoo? Nein, das ist nicht mein Zoo. Das ist Workers and Resources. Das ist Wirtschaftssimulation in der Sowjetunion. Ja, nur sollte mal so Städtebau. Russischer Zoo. Naja, ich weiß ja nicht. Hast du schon mal sowas gesehen? Wahrscheinlich eher so nicht, ne? Sonst würdest du ja nicht fragen. Ich zeig dir mal, komm. Wir wollen dann zusehen mit den ganzen Tieren. Ja. Da bin ich auch gerade noch überlegen. Zootechnisch, weil eigentlich wollte ich es nicht mehr streamen momentan. Aus Gründen. Mir überlegen, ob ich das Offscreen weiter fortsetze. Oder ob wir das irgendwie auf einen anderen Tag legen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da gerade zum Hin und Her gerissen. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung mitteilen. Und ich versuche das Ganze dann umzusetzen. Wie gesagt, wir sind momentan echt am Überlegen. Mal ganz kurz. Ich komme gar nicht dazu, jetzt hier großartig zu bauen. Ich muss mich konzentrieren auf euch. Wer weiß, wie viele Tiere schon abgehauen sind. Ja, könnte schon ein bisschen was sein. Ich überlege ja echt hart, ob ich da nochmal einen Kahlschlag mache beim Zoo. Ob ich da nochmal neu mache und so weiter. Weil irgendwie, es gefällt mir also nicht. Es ist alles so ein bisschen Kraut und Rüben. Ja, wie gesagt, wir sind immer überlegen, ob wir diesen Spielstand hier weitermachen. Ist jetzt irgendwie doof. Ob wir diesen Spielstand hier weitermachen oder aber ob wir sagen, wir fangen nochmal neu an. Oder aber ob wir sagen, okay, wir lassen das jetzt live, konzentrieren uns auf das normale Let's Play, was ich ja so nebenbei laufen habe.
Oder aber, wir machen stattdessen live ist. Danke für dein Follow, Dark Angeline, Angeline. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sorry, wenn nicht. Wie gesagt, echt überlegen, ob wir ein bisschen umstellen, ob wir diesen Spielstand weitermachen oder auf jeden Fall von mir auch. Vielen lieben Dank. Sag's bitte nochmal. Dark Angeline, Dark Angeline. Fast. Dark Angel Leline? Das E vergessen. Dark Angel Line? Dark Angeline? Kommt das hin? Dark Angeline? Sorry, ich bin heute nicht richtig voll da. Dark Angel Celine. Celine. Ah, okay. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall, ne? Auch dir auf jeden Fall einen schönen Pfingstsonntag. Eileen. Dark Angeline. Okay. Passt. Gut, das haben wir geklärt. Wie gesagt, wo war ich stehen? Wir waren immer überlegen, ob wir den Spielstand weitermachen, ob wir nochmal neu anfangen mit einer neuen Karte. Würde ich natürlich auch gerne Vorschläge von euch annehmen, für Karten und so weiter. Gucke ich mir natürlich an. Könnt ihr mir gerne schreiben. Jetzt wird der Maximum verwirrt. Ja, absolut. Ich bin komplett fertig, ey. Bin komplett fertig. Nein, echt am Überlegen. Oder aber, ob wir dann sagen, okay, wir machen vielleicht mal Life is Feudal, Forest Village. Okay, neue Map. Lukas sagt neue Map. Thomas sagt neue Map. Ja. Na, wie gesagt, dann hätten wir aber, könnten wir machen, ne? Sorry, die überschneiden sich immer. Ja, wie gesagt, wir können das ja gerne machen. Keine Ahnung, warum das Lied erinnert mich an Medieval 2 auf der PS1. Schön modifiziert mit den großen Zollgebäuden. So, erstmal meine Brille wieder aufsetzen. Auch mit den Zollgebäuden, da habe ich bei meiner aktuellen Karte nur ein Problem. Und zwar, dass das Gras von der Grastextur durchscheint bei den Gleisen. Das ist das einzige Problem, was ich habe. Ansonsten funktionieren die. Finde ich geil. Also Ed, wie gesagt, so war auch schon extrem weit, aber hat auch nur angefangen. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn ihr weiterhin das Game hier... So, darf ich mir... Bei Dinge erledigen und Fenster habe ich auch gerade mal aufgehört. Musst du Kies drunter machen. Okay, Kies. Kies. Okay, ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Da kann ich meine Karte nochmal ein bisschen modifizieren. Das ist kein Problem. Wie gesagt... wenn ihr einen Vorschlag habt für eine bestimmte Karte... Dann machen wir doch mal gleich Nägel mit Köpfen. Wenn ihr einen Vorschlag habt für eine bestimmte Karte... lasst es mich wissen. Dann schaue ich mir die an und dann nehmen wir die. Ja, dankeschön, Shorty. Vielen lieben Dank. So schwer es ist, aber es wird wohl nötig sein. Ja, es ist echt schade, ne? Wir sind weit gekommen. Wir haben echt cool was gebaut hier. Diverse Dinge. Hier eine Küstenstadt. Hinten hier. Es ist schon... Na, ja, es ist schon schön hier so, ne? Industrie und so weiter, das funktioniert ja auch alle, so ist ja nicht. Na, also es ist okay, das jetzt hier vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber mein Gott, was willst du machen? Aber ich finde es schon nicht schlecht. Aber mir gefällt es auch gut, der Spielstand eigentlich. Und da hinten haben wir. Boah. Werde aber jetzt erstmal los, es ist Kinderzeit. Bis später, mein Freund. Viel Spaß beim Matt. Ja, hau rein. Viel Spaß.